Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Hinter dem Deck die Aste-Kerlchen, Steinbock. Aste-Kerlchen ist eine sehr spirituelle Energie eigentlich, ja. Ist eine neue Möglichkeit eigentlich. Wir reden über, ja, was Neues, ja, was dich glücklich macht, ja. Also ist das hier ist schon eine sehr positive Energie, diese Aste-Kerlchen, ja. Egal worüber wir jetzt reden, wir können über eine Person reden oder eine neue Arbeit reden, eine neue Situation in deinem Leben, die dich glücklich macht. Ja, tatsächlich. Ich kann hier sogar über Babys reden, eine Schwangerschaft, ein Baby kommt auf die Welt. Es kann auch über eine Taufe reden. Es ist eine wichtige Energie hier, ja. Ast der Kirschen, Rad des Schicksals. Wow, gefreut. Schau bitte hier, Steinbock. Der Herrscher, Rad des Schicksals und Ast der Kelchen. Eine Person hier wird sich irgendwie zeigt die Gefühle. Also zum Beispiel eine Person möchte seine Gefühle zeigen, möchte sagen, schau mal, zum Beispiel ich bin in dir verliebt. Der Herrscher, Sternzeichen Widder, Sternzeichen Schütze, Fische, Stier, Steinbock wie du, Wassermann. Eine starke Energie, Steinbock, ja? Schau bitte die Karten, die für dich jetzt gekommen sind. Der Gehängte, Denar und fünfte Münzen. Sternzeichen Fische, wie du siehst, der Gehängte und die Karte der Narr, Wassermann, Sternzeichen Widder, Fische nämlich nochmals, ja. Steinbock, ich spüre hier das Gefühl von Mangel. Also man fühlt sich irgendwie allein. Ich meine, die Nummer 5 deutet immer auf Veränderungen, ja, Steinbock. Also das sind immer Veränderungen in der Energie, eine Entwicklung in deiner Energie. Von da aus, das bleibt ja nicht so. Also das Gefühl von Mangel oder Verlust bleibt ja nicht so. Die Veränderungen sind ja da. Ja. Zwei wichtigen großen Arkanen. Irgendeinen Stillstand zeigt sich hier. Einen Stillstand oder eine Blockade. Aber du siehst ja mit der Karte der Narr, eine Person hier möchte schon was machen. Möchte irgendwie etwas machen, ja? Warte mal kurz. Vielleicht hast du mit Sternzeichen Löwe auch zu tun. Fünfte Schwerter, du siehst fünfte Münzen, fünfte Schwerter und die Nummer 5 für den Hierophant. Die Nummer 5, 5, 5 zeigt sich hier. Ich spüre Veränderungen hier, Steinbock. Ja, ich spüre schon Veränderungen und Ast der Münzen. Sternzeichen Skorpion ist hier, Zwilling, Jungfrau. In der Mitte zweite Stäbe, Steinbock. Eine Person ist sehr stark am Nachdenken. Eine Person möchte eine Handlung machen, eine Entscheidung treffen.
hat hier etwas vor, jemand möchte, wie gesagt, hier etwas machen, ja. Also, die Karte 7 der Münzen kommt für kommende Woche für mehrere Sternzeichen auf den Kopf. Sternzeichen Jungfrau hat diese Karte nämlich auch bekommen. Jungfrau, aber warte mal kurz, ich glaube Stier auch, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also Erde-Element wie du, die gleiche Karte ist bei mehreren Sternzeichen gekommen. Irgendwie das Gefühl von, man möchte hier nicht mehr warten, ich möchte keine Zeit mehr verlieren, ich möchte weitermachen, ich möchte, ja, das Gefühl ist hier. Ich möchte jetzt riskieren, ich möchte riskieren, ich möchte eine Handlung machen. Steinbock, schaue bitte hier. Siebente Schwerter, zweite Stäbe und die Karte der Narr. Also wenn ich dir ehrlich bin, es gibt schon hier eine Person, die ein bisschen verrückt ist. Ja? Ich weiß nicht, wie verrückt, aber etwas... also eine Person, die... du weißt ja nicht, wie diese Person plötzlich handelt. Es gibt hier eine Person, die irgendwie bestimmten Absichten hat. Irgendwie bestimmten Absichten. Eine Person sogar, die spioniert irgendwie, Steinbock. Die Legung kann sich ja natürlich spiegeln für die Crosswatchers. Ich sage dir nur, was ich hier spüre. Also, dass irgendeine eine Person spioniert hier sicher. Eine Person beobachtet hier. Man möchte natürlich nicht gesehen werden. Also, ich möchte nicht gesehen werden. Ich möchte aber was machen, aber ich beobachte erstmal, ich beobachte, ich spioniere. Eine Person hat hier eine bestimmte Absichten, aber ich sage dir eine Sache. Steinbock, diese Kombination, die ich hier habe, mag ich nicht so gerne. Ja, also siebente Schwerter, die Karte der Narr und zweite Stäbe ist keine, für mich keine gute Kombination. Denn eine Person hier, das Gefühl wäre, eine Person hat hier etwas zu verheimlichen, also ich muss, nochmals, ich darf mich nicht sehen lassen, ich darf mich nicht sehen lassen, ich, ja, ich möchte hier was machen, aber ohne gesehen zu werden. Ich spüre schon eine sehr leidenschaftliche Energie, das ist schon, also die Person ist sehr leidenschaftlich, ist irgendwie, ja, aber diese Person ist unberechenbar. Ich weiß auch nicht, diese Energie ist ein bisschen... tatsächlich verrückt. Was ich denke, möglich ist, dass eine Person hier verheiratet ist, in einer Beziehung ist, Steinbock. Also der Hierophant, siebente Schwerter, zweite Schwerter. Eine Person hat hier eine Strategie. Irgendeine Strategie gibt es hier tatsächlich. Aber was ich hier machen möchte, darf niemand wissen. Also ich möchte was machen, aber niemand darf das wissen. Ich spüre aber hier auch eine Blockade. Nochmals rede ich hier über eine Blockade. Die Karte der Hierophant deutet auch auf eine Blockade. Ja? Die Karte der Hierophant spricht auch über eine Blockade. Und schaue bitte jetzt hier. Zweite Schwerter, zweite Stäbe und der Gehängte. Ja, also. Egal wie ich mir die Sache anschaue. Es gibt hier eine Blockade. Eine Blockade in der Kommunikation. Eine Person ist in einem Stillstand. Eine Person zieht sich zurück. Eine Person, ja, eine Person ist hier in Abstand und möchte keinen Kontakt. Ich möchte keinen Kontakt. Ich bin in Abstand. Ich ziehe mich zurück. Ich spüre schon eine spirituelle Energie hier. Eine Person, die Klarheit bekommt, in eine Erleuchtung ist und so eine Situation gibt es ja schon.
Jemand denkt vielleicht hier, diese Person kommt mir etwas verrückt vor, so ungefähr, diese Person ist heute so und morgen ist anders. Diese Person kommuniziert erstmal und dann blockiert. Ich weiß nicht, wo ich stehe bei dieser Person. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Steinbock, auf den Würfeln kam Sternzeichen Waage und die Nummer 9. Der Frühling ist hier, spricht für diese Zeit jetzt. In der Mitte habe ich einen Geist, eine Hilfe. Also hier gibt es Hilfe von einem Geist. Du siehst, ja, also man, ja, also es gibt irgendwie so einen Verstorbenen vielleicht, eine Energie, die dich führt. Schau mal hier, Steinbock. Ich spüre hier eine Person, die entweder mit dir, außer die Energie spricht ja direkt für dich, aber ich habe hier eine Person, kulturell gesehen gibt es Unterschiede, Menschen mit verschiedenen Religionen, Kulturen, Erziehungen oder sogar natürlich für eine andere Gruppe kann ich hier eine Person sehen, die verheiratet ist und eine Beziehung ist. Ja. Und da das ist immer unterschiedlich, ja, spricht immer anders, aber das ist hier. Interessant ist, fünfte Münzen und dann kommt die Karte der Sabotage, der Schuldgefühle auch. Beide Karten können auch synchronisieren, ja. Ich spüre hier dieses Gefühl, das Gefühl von Mangel, von sich allein fühlen, Schuldgefühle, Selbstsabotage. Interessant ist, diese Karte kam aber auf dem Kopf. Ja. Also was ich hier verstehe, eine Person möchte nicht mehr in dieser Situation bleiben. Ich möchte nicht mehr so bleiben. Ich möchte weitermachen jetzt. Ich möchte mich nicht mehr selbst sabotieren, in Schuldgefühle bleiben. Das möchte ich nicht mehr. Ja, also das ist das Gefühl gerade, weil nochmals, diese Karte, die normalerweise so kommt, die Karte der Schuldgefühle, der Selbstsabotage, ist auf den Kopf gekommen. Von da aus, das sagt mir, dass eine Person gerade diesen Zustand verändert mit der Karte Nummer 5 der Münzen. Es gibt schon eine Veränderung in einem Zustand hier und das ist positiv. Das muss ich dir schon sagen. Das ist positiv. Nochmals, Steinbock, ich sehe eine Person, die spioniert, beobachtet. Nachts vielleicht. In der Nacht eine Person beobachtet, spioniert. Ja, denn jemand ist hier in eine Heilung. Das ist der Grund, warum eine Person sich zurückzieht. Weil eine Person möchte seinen Aura, seine Energie reinigen, möchte sauber bleiben, ja, und in keine toxische Situation involviert sein. Das ist der Grund, warum diese Person sich zurückzieht und gar keinen Kontakt möchte. Weil eine Person in diesem spirituellen Weg ist und den Aura reinigen möchte, negative Energien in Abstand halten möchte, aber eine andere Person nochmals lässt es nicht locker und ist nicht zufrieden und spioniert und so weiter. Schaue bitte, Steinbock, die Karten, die für dich gekommen sind. Auch interessant. Kam diesen hier, seinen Schiff, also man könnte hier mit Ingenieuren zu tun haben, ja, Menschen, die selbstständig sind oder eine gute Position haben, sehr viel arbeiten, selbstständig sind, wie gesagt. Ja,
Interessant kam diese Karte auch. Das ist eine Karte, man sieht eine Zunge. Das ist eine Zunge, das ist ein Mund. Ich sage dir gleich, was ich hier alles sehe. Du siehst erstmal einen Mund, eine Zunge. Dann kam diese Karte auf dem Kopf. Also so ist eine Person, die sich Gedanken macht, Sorgen macht. Ja, ich mache mir Sorgen. Aber diese Karte kam auf dem Kopf. Interessant finde ich auf jeden Fall, weil die Karte der Selbstsabotage und Schuldgefühle kam nämlich auch auf dem Kopf. Und das ist sehr positiv. Das ist, was ich meine. Also was bringt uns das überhaupt, in diese Selbstsabotage zu bleiben, in Schuldgefühle zu bleiben? Oder was bringt mir diese ständigen Gedanken und so weiter, außer Krankheiten? Es bringt nicht anders als eine Krankheit. Ja? Also von da aus, ich finde die Energie sehr positiv, dass man eine neue Mentalität hat. Ja, ich bekomme eine neue Mentalität. Ich lasse los tatsächlich. Ich lasse los und mir geht es dann auch dementsprechend gut. Interessant ist, es kam diese Karte nämlich auch. Diese Karte nämlich auch. Und du hast gesehen, die Karte diese auch. Also irgendwie sehe ich hier die Karte mit einem Mund. Es ist ein Mund zu sehen. Worten, also Kommunikation. Ich spüre natürlich eine Energie von Leidenschaft. Ja, eine starke leidenschaftliche Energie ist hier. Aber du siehst ja, finde ich total interessant. Also irgendwie, ich finde diesen Mund, keine Ahnung, was das hier für dich bedeuten kann. Es kann mit Küssen zu tun haben, einer Person, die gerne küsst, oder irgendwie einen schönen Mund, oder hat das mit den Worten zu tun? Ja, kann natürlich damit auch zu tun haben. Ja, Augenblick bitte, Steinbock. Nee, oder? Also Steinbock, ein bisschen Geduld bitte. Ja, da bin ich dir sehr dankbar. Auf jeden Fall, entweder du siehst ja sogar zwei Zungen, sehe ich hier, Steinbock. Ja, ich finde es halt sehr interessant, weil diese zwei Karten sind gleich, ne? Diese zwei Karten sind ja gleich. Und fällt dir etwas auf? Also ich meine jetzt, ich finde es halt nur interessant, ja? Ich finde es sehr interessant. Augenblick bitte. Und diese Schokoladen, drei Schokoladen, es fängt heimlich an und dann verliebt man sich. Ja, es fängt heimlich an und dann verliebt man sich. Es gibt irgendeine Verführung hier, Steinbock. Irgendeine Verführung tatsächlich. Also das ist, was ich hier spüre. Dann kam nämlich von den Runen, kam für dich die Rune Anzus. Die Rune Anzus spricht über Weisheit, über Kommunikation. Diese Rune spricht über einen Mund. Du wirst es nicht glauben. Das ist die Karte der Gehängte. Symbolisiert die Karte der Gehängte. Sternzeichen Zwilling, Luftelement. Nochmals, Weisheit und Kommunikation. Und was ich interessant finde, was ich von dieser Rune rausbekommen konnte, dass wir hier über einen Mund reden. Wir reden schon über einen Mund. Über Weisheit, wie gesagt, über Kommunikation, eine gute Kommunikation, Optimismus. Wir reden hier über das Wort, Gespräche. Ja.
Diese Karte, Steinbock, diese Karte sagt, dass die Worte haben Kraft. Das ist, was diese Karte uns auch sagt. Die Worte haben Kraft. Worte können auch heilen. Ja? Diese Karte sagt dir, du sollst ganz genau beobachten oder ja, achtsam bleiben. Ja, ist auch eine spirituelle Karte. Also ich spüre hier bei dir, Steinbock, viele Karten, was mit dem Wort, mit einem Wort zu tun hat, mit der Kommunikation, mit einem Mund tatsächlich, mit den Gedanken, mit der Weisheit und eine sehr spirituelle Energie spüre ich bei dir, hier, Steinbock. Die Karte hier sagt auch, du sollst optimistisch bleiben, bleibe optimistisch. Von diesem Osho-Zen kam für dich die Karte Reife, auch neun der Münzen und die Karte der Existenz, sprich für die Karte der Magier, also Sternzeichen Zwilling ist bei dir schon zu sehen, ja, der Magier Nummer 1. Ich spüre hier eine sehr positive Energie gerade mit der Magier und diese Karte der Reife. Es kann sein, dass du was Neues angefangen hast, neue Projekte hast. Ich spüre hier viel, viel Stabilität, viel Reichhaltigkeit bei dir hier. Ja. Die Nummer 9 spricht auch über einen Zyklus. Ja? Die Karte, die Liebenden, tatsächlich, Sternzeichen Zwilling. Ich spüre hier eine Entscheidung. Ja? Schau mal, es kam auch die Königin der Kelchen, 10 der Münzen und Ass der Schwerter. Wir sehen hier irgendwie neue Situationen bei dir, Steinbock. Neue Kompromisse sogar. Also, ich könnte hier über sogar neue Kompromisse reden bei dir. So, das Gefühl wäre bei dir so ungefähr, ich habe keine Schuldgefühle mehr. Ich brauche mich nicht mehr schuldig zu fühlen oder mich selbst zu sabotieren. Das brauche ich nicht mehr. Ja, also ich werde keine jegliche Schuldgefühle mehr haben. Ja, das ist das Gefühl hier. Warte mal kurz, bei wem hatte ich das gestern? Ich glaube, gestern hatte ich so eine Energie gehabt. Viele Kelchen bei einem Sternzeichen. Also der Herrscher, Rat des Schicksals und Ass der Kelchen. Also Steinbock, ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Das ist eine starke Energie hier. Ich meine, Ass der Kelchen, Ass der Schwerter. Das Gefühl wäre, eine Person möchte hier eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, wenn eine Person hier jetzt vorhat, eine Entscheidung zu treffen, ja, also niemand weiß darüber Bescheid. Also ich behalte das für mich. Ich habe schon etwas vor. Das wäre das Gefühl hier. Ich habe etwas vor, aber ich sage das niemandem. Ich behalte es für mich, ja. Das ist das Gefühl hier. Das ist das Gefühl, dass eine Person schon was machen wird, dass eine Person nicht mehr in der Selbstsabotage sein möchte, sich nicht mehr allein fühlen will, nicht mehr traurig oder sogar krank bleiben möchte. Eine Person, die eine Veränderung in seinem Leben will, ja. Ich möchte nicht mehr traurig sein, nicht mehr mich allein fühlen, nicht mehr und so weiter. Ich spüre schon eine starke Energie hier. Tatsächlich.
Ich spüre eine sehr spirituelle Energie auch, ja, also und überhaupt der Gehängte, also es gibt eine spirituelle Energie, viel Klarheit und Licht. Und nochmals, ich meine, du hast gesehen, wie viele Mund ich hier habe. Steinbock. Ich denke, wir reden schon hier über Kommunikation, über positive Kommunikation. Denn du siehst ja, es fängt ja heimlich an und dann verliebt man sich. Das ist das Gefühl hier. Es fängt heimlich an, dann verliebt man sich. Und ich denke, wir reden auch über eine dritte Person. Irgendwie zeigt sich die Energie von einer dritten Person hier, auch mit der Karte die Liebenden. Ja, dass man hier sehr wahrscheinlich, Steinbock, eine Entscheidung treffen muss. Ja, dass man hier eine Entscheidung treffen muss. Steinbock, also es tut mir leid vorher die Unterbrechung halt. Wir haben momentan diesen rückläufigen Merkur und das habe ich gestern und heute schon gemerkt. Ne, gestern nicht, vorgestern. Gestern habe ich ja nichts gemacht, ja, es war Feiertag. Also vorgestern und heute spüre ich diese Energie schon, aber wie gesagt, wenn das auch nur so ist und dabei bleibt, ist auch gut. Ich finde, momentan musste man auch vorsichtig mit Auto fahren, ja. Also beim Autofahren, eigentlich gab es ein paar Sternzeichen, wo ich das sagen hätte müssen, wie bei Sternzeichen Schütze. Ich sage es, weil vielleicht gibt es hier irgendeinen Sternzeichen Schütze. Also bei Sternzeichen Schütze und auch bei Sternzeichen Zwilling. Und sogar, warte mal kurz, war das Stier vielleicht? Also vorsichtig mit Autofahren, achtsam bleiben. Irgendwie dabei bleiben, vorsichtig irgendwie und überhaupt generell zu Hause mit irgendwie Situationen, ja, was, tja, also vorsichtig, überhaupt Kerzen, wenn man eine Kerze hat, dass man die Kerzen ausmacht und momentan muss man vorsichtig sein, irgendwie. Und ich merke es selber, also ich muss dazu sagen. Also Steinbock, ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Ich wünsche dir noch schöne Ostertage. Und ich finde, deine Energie ist positiv. Ja, du siehst ja, man sieht das hier auch. Positiv bleiben steht da. Ja, optimistisch bleiben, positiv bleiben. Das ist, was ich bei dir spüre. Du bleibst optimistisch, du bleibst positiv, das sieht man. Alle Karten, die negativ sind, sind auf dem Kopf. Ja? Also du möchtest in eine bestimmte Situation nicht mehr bleiben. Du möchtest nicht mehr krank bleiben, nicht mehr krank sein, dich nicht mehr allein fühlen, nicht mehr im Mangel sein. Du möchtest diese ganze negative Gefühle nicht mehr in dir haben. Selbstsabotage, Schuldgefühle, das willst du in deinem Leben nicht mehr haben, weil du weißt, du brauchst das auch nicht. Ja? Du brauchst das nicht, denn perfekt ist auf dieser Welt niemand. Und ja, ich meine, tatsächlich nicht. Ich glaube, du bekommst eine Hilfe von einem Verstorbenen. Du hast Hilfe, tatsächlich. Und das ist das, was ich hier spüre. Das kann ein Mann sein, Steinbock, Sternzeichen Stier vielleicht, einen Geist, den dich führt, den bei dir ist. Ja, das spüre ich hier sehr stark. Es kann ein Großvater sein, ein Großvater oder einen Vater. Diesen Vater ist bei dir. Du hast eine Hilfe von einem Geist. Du kannst es mir glauben. Und diesen Geist hilft dir. Ich sehe hier eine ältere Person, deswegen und ein Mann. Also ich denke, es ist ein Vater oder Großvater. Und deine Energie verbessert sich. Deine Energie verbessert sich sehr sogar. Kein Ego mehr. Kein Ego mehr. Ja? Kein Ego mehr. Also das Gefühl wäre hier eine neue Mentalität. Eine neue Mentalität, ein neues. Ja, also das ist das Gefühl hier. Und ich spüre hier eine positive Energie bei dir. Eine sehr positive Energie, muss ich dir schon sagen. Steinbock,
Ich muss dir schon sagen, wichtig, weiß auch nicht, was das hier mit so viel Mund hier ist. Ich denke nochmals, die Kommunikation ist wichtig hier. Also Steinbock, ich danke dir nochmals, ja? Und ja, bis bald. Schönen Ostertagen noch. Dankeschön, bis bald. Tschüss.